ein ganz tiefer Einblick in eine sehr, sehr enge Beziehung. Ja, man merkt es an Haaren der Victoria im Säuglingsalter, man merkt es an Teilen ihres Hochzeitskleides, der Hochzeit mit Prinz Albert 1837, man merkt es an Korrespondenzen und Briefen, aber auch, wie ich finde, meisterlichen Zeichnungen der jungen Victoria.